Hey, 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 aufgewacht, aufgewacht, nicht mehr schlafen. Los, 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 aufwachen, 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 skaten, 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 Tricks, Tricks, Tricks. Ja? Ja, ich freue noch 2 Minuten. Und vielleicht auch 3. Alter, Anna. Und schnell hochziehen, so schnell du kannst. Ja, und jetzt? Ja, höher, komm, drüber, drüber, über den Punkt drüber, komm. Hoch, ja, genau. Oh, Herr. Was willst du machen? Kickflip oder was? Ja, go. Dann auf. Ja, geht doch. Ja, yeah, Mann, der war geil. Als die Idee kam, dass man in Darmstadt das Ding filmen möchtest, ja, war ein bisschen ein komisches Gefühl. Vor knapp 5 Jahren haben wir gesagt, hier, der Plaza wurde da neu gebaut, da haben wir auf jeden Fall richtig Bock, mal den zu skaten. Wir sind dann da hingefahren, Plaza, schöne Zeit gehabt. Da nebenan war dann ein Stufenset, hatte ich auch voll Bock drauf. Achterbahn das und ja, das lief dann nicht ganz so gut. Habe ich gesagt, komm, ich mache erstmal einen Olli. Zack, Olli gemacht. Eigentlich gar nicht böse gelandet, Knie komplett zerschossen. Lag auf dem Boden, glaube 20 Minuten, habe vor, ich glaube, das schlimmste Schmerz mein ganzes Leben. Ich konnte nichts mehr machen, nichts mehr. Ich habe gerade noch so rausgekriegt, ruft einen Arzt. Immer so, wenn du Darmstadt hörst oder liest, immer kommt so eine komische Erinnerung immer, so ein komisches Gefühl kommt immer hoch und jedes Mal, auch wenn ich Stufen fahre und so, ich bin da auf jeden Fall wieder zurückgekommen und fahre auch wieder Stufen und Gaps und alles, aber wenn ich so eine kleine Erinnerung von da kriege oder irgendwas mich da erinnert, sage ich, stopp, es reicht, ich fahre nicht mehr. Na, einfach mal runtergehen, mal gucken. Ein bisschen rumspielen und mal schauen, was sich da so ergibt. Ja, dann let's go! Oh, shit! Also es, auf jeden Fall, denke ich mal, hilft es, hier zu sein, hier zu skaten und so, sich damit nochmal wieder so kopfmäßig auseinanderzusetzen. Sobald ich am Brett stand und meine 1-2 Sachen Tricks gemacht habe, dann war das eigentlich erstmal gegessen. Aber es wird nie ganz aus dem Kopf gehen. Also ich würde immer, wenn ich an Darmstadt vorbeifahre, das Schild sehe, Abfahrt Darmstadt oder Nachrichten, was von Darmstadt höre, wird es immer eine komische Atmosphäre bleiben.